Moin Leute, Herbert hier, GamerTV, und ein herzliches Willkommen hier zurück zu City Driving, heute mit dem Ford Focus RS 2017 mit manuellem Schaltgetriebe, was ich natürlich cool finde. 350 PS, 265 km/h Topspeed angegeben, 4,6 Sekunden von 0 auf 100, 6-Gang Getriebe. Ich würde sagen, das wird ein lustiges Ding. Ich nehme den in Blau, weil Blau ist eigentlich eine coole Farbe. Und heute starten wir als erstes in die Autobahn-Challenge. Wie schnell fährt er? Und danach gucken wir uns ihn mal vielleicht etwas genauer im Stadtverkehr an. Weil ich glaube, so ein RS ist in der Stadt gut fahrbar. Also mich würde es zumindest wundern, wenn nicht. Oh, da sind wir ja schon. Ja, ich muss nochmal ganz kurz irgendwann mal die Tannenbäume alle fällen, damit wir mal hier keine Tannenbäume mehr haben. Bremsen sind, also die Bremsblöcke von Brembo sind blau. Sieht schick aus, gefällt mir. Mal reinhören. Okay. Nicht so schön. Aber das Innendesign ist... ja, arg an der Grenze. Also... es ist nicht hochauflösend. Leider. Ah, gefällt mir nicht. Aber mir soll es auch nicht ganz gefallen. Wir sind hier für den Speed. Und der muss passen. Ich bin jetzt schon im 6. Gang. 7,5 nimmt der. 7.500 Umdrehungen. Laut Tacho. Hier sind es aber nur 6.000 noch was. 268 km/h. Das war schon der Geschwindigkeitstest. Mehr ist nicht. Ich glaube, mehr kommt auch nicht. Ich warte mal. Der ist wohl stabil mit der Geschwindigkeit, muss ich sagen. Cooler Mod, gefällt mir. Wow, das waren noch 270, die habe ich auf der Uhr gesehen. Wahnsinn. Ist schade. Manche Fahrzeuge sind einfach zu tief gemoddet. Man müsste sie für diese Strecken hier einfach nochmal ummodden und vielleicht etwas höher gestalten. Aber er fährt sich gut. Also das hier ist schon beeindruckend. Bei 250 km/h sind manche Fahrzeuge nicht mehr so gut manövrierbar. Und schon wieder Topspeed 268 km/h. Das Ding ist geil. Auch gar kein Schlupf oder so. Der packt direkt. Das ist cool. Das ist hier wirklich ein schicker Mod. Wir fahren jetzt hier im Kreise mit 120 km/h und gehen einfach raus und geben wieder Vollgas. Das ist so geil. Und sind schon wieder auf der Landstraße. Also, der ist schon cool. Also für einen einfachen Mod hat er, abgesehen davon, dass er nicht besonders, oh mein Gott, hübsch ist. Und er hat auch tatsächlich relativ gute Bremsen. Hoppla. Ich glaube auch nicht, dass die Gänge so kurz übersetzt sind, wenn man sie ganz ausfährt. Glaube ich nicht dran. Also beim Originalmodell. Oh mein Gott. Ja, da waren wir wieder zu tief. Wenn man das mal sieht, wir haben voll. Dann geht der auf 6000 hoch. Oh, sehr schöne Strecke hier. Gefällt mir. Ah, und da sind wir wieder auf den Boden aufgekommen.
Na, komm schon. Aha, es geht doch. Ein Rad reicht ihm nicht aus, um durchzubeschleunigen. Was ist das hier? Achso, das ist die Scheiben, die Steuerung für die Innenspiegel. Wusste ich auch gar nicht, dass das geht. Coole Sache. So, wir fahren mal in die Neustadt, in die Geschäftszone. Mit relativ bedeutender Verkehr. Bedeutet also, dass da etwas mehr los ist. Ich bin mal gespannt, ob das auch stimmt. Ob wir da jetzt echt Party haben oder ob das totaler Blödsinn ist und wir da jetzt locker durchmarschieren können. Ich wäre für durchmarschieren, bin ich ehrlich. Oh, stehen wir schön auf dem Parkplatz. Das tut gut. So, also so parkt man mit dem RS aus. Locker flockig, als ob es nichts wäre. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, wir haben Feierabend. Wir möchten schnell nach Hause. Wow, okay. Und wir sind eine Runde Ken Block am Spielen. Was geht ab? Also der Wagen ist total nice. Also es gibt da eigentlich wenig zu meckern, außer dass er halt vom Design her komisch gemoddet ist. Und, ich weiß nicht. Ja, die Geschwindigkeit, die macht's weg. Also die ist cool. Auch die Beschleunigung, das ist, schon ein lustiges Auto. What the fuck? Er hat einfach eine Mütze auf, Mann. So, wir versuchen mal mit quietschenden Reifen zu starten, weil das kann der Wagen irgendwie nicht. Wir starten mal mit 5000 Umdrehungen, wenn grün wird. Wir haben immer noch rot. Na, komm schon. Wert grün. Wir möchten die Reifen quietschen hören. Ich lasse die Kupplung direkt flatschen, dann müssten wir eigentlich nach vorne schießen. Es wird aber irgendwie nicht grün. Ich fahre jetzt. Und nein, es passiert nichts. Die Reifen quietschen nicht. Es kann doch kein Auto geben, was so viel Grip entwickelt. Und hier so easy peasy, ganz gemütlich durch alle Ecken fährt. Das ist so ein wendiges Auto. Das ist dieser Mod, das ist einfach diese Mod. Entschuldigung, ist ja diese Modifikation. Ist einfach der Wahnsinn. Guckt euch das an, wie wir hier ganz gemütlich durch alle Fahrzeuge durchhuschen. Und das mit diesem Speed. Wir fahren ja nicht gerade 5 km/h, nein, wir fahren hier 260 km/h manchmal. Ohne quietschen, ohne ruckeln, ohne stottern, einfach hier durch, als ob es nichts wäre. Da ist sogar über dem Bordstein, jedes andere Auto wäre weggeflogen. Nein, der Ford Focus RS nicht. Ah, passen wir da durch? Ja, sehr gut, sehr viel Platz gelassen, dankeschön. Guckt euch das an. Das ist ein Biest hier im Game. Also wenn ihr eine Bank überfallen wollt und das würde in My Summer Car funktionieren, hättet ihr hiermit die besten Möglichkeiten, das zu schaffen. Unfassbar, Leute. Es macht so viel Spaß. Aber man kann ihn irgendwie nicht aus der Ruhe bringen. Ah, okay, mit Einlenken geht. Alle Achtung. Ist auch noch schön hier zu fahren. Hier wird auch noch überholt. Dem haben wir direkt mal gezeigt, wie überholen geht. Hier ist ein Parkplatz oder was? Okay, wir sind auf dem Parkplatz gefahren. Oder was ist das?
Oder so eine Art Rundkurs. Oh ne, ist Fahrschulgelände, glaube ich, ist hier. Ja, hier ist das Fahrgelände. Hier rechts ist ein schöner Park. Guckt euch das an. Das ist... Was ist das denn? Ah, okay, das sind diese komischen Prüfungen, die man hier machen kann. Moment, wo ist denn hier das Stopp? Wir gucken mal, ob wir irgendwas hier mit hinbekommen. Hier ist Stopp. Hier ist auch Stopp. Hier ist Start. Okay, gut. So. Achtung. So. Da muss man rückwärts, glaube ich. So, dann müssen wir hier lang. So, dann müssen wir zurück. So, dann müssen wir da lang. So, dann müssen wir wieder rückwärts. Alle Achtung. Was für kranke Tests. So, und wieder vorwärts. So, stoppen und wieder rückwärts. Bremsen, vorwärts. Boah, da kriegt man ja dicke Arme von. Unfassbar. So, oh, so, scheiß Servo. So, und ins Ziel. Hey, haben wir ein Pilönchen erwischt? Nö, ne? War ganz sauberer Lauf. So, ich möchte gucken, ob wir eine Pylone erwischt haben, aber ich glaube nicht, dass wir hier irgendwas... erwischt haben. Schade, dass man nichts angezeigt bekommt. Nö. Okay, Leute, dann würde ich sagen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen hier mit dem Ford Focus RS. Mann, ist das ein geiles Auto. Und wir sehen uns bestimmt im nächsten Part wieder. Bis dann, bleibt mir seid. Danke fürs Zusehen und Tschüssikowski, macht's gut. Ciao.